So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games for Gamer TV und jetzt habe ich, glaube ich, gegen mein Mikro geschlagen. Nein, heute gibt es natürlich wieder ein Gameplay und zwar wollte ich mal euch so ein kleines Angezockt zeigen. Das heißt, ich wollte mal eine kleine Runde Toxic spielen und für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn Toxic? Toxic, meine lieben Freunde, das ist so ein, ja, es ist ein Shooter, so wie 1999, so um den Dreh, so in den 90ern, hat das Ganze also mit so Quake und Unreal angefangen. Und ja, darauf basiert auch so ähnlich, ja, der Shooter Toxic, das heißt, die Macher Reactor haben sich gedacht, da brauchen wir kein großes Level-System, da brauchen wir keine... ja, Level-Fortschrittssysteme oder sonst was, das heißt keine Aufsätze auf die Waffen, kein Level-Up oder kein Pay-to-Win oder der ganze Kram, sondern das wird ganz einfach wieder, ja, wie damals in den 90er sein. Ich weiß nicht, wer von euch in den 90ern schon Shooter gezockt hat, ich müsste da so ungefähr so an die zwischen 11 und 13 gewesen sein, als ich da so Quake und, ja, Unreal Tournament gezockt habe. Und daran soll sich das Ganze auch orientieren und ich habe gestern schon mal, ja, ich glaube ein oder zwei Runden habe ich gezockt, wollte das Ganze jetzt euch mal so zeigen für alle die, die es noch nicht kennen, die sich jetzt sagen, Mensch, habe ich noch nicht gesehen, was ist das Ganze eigentlich, wann das Spiel rauskommt, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wann das Spiel rauskommt, ich muss das Mikro mal ein Stück hierher ziehen, ich weiß wirklich nicht, wann es jetzt rauskommen soll. Ich hatte jetzt noch gar nicht mehr geschaut. Auf jeden Fall ist das ganze Spiel jetzt im Early Access. Das heißt, das Ganze könnt ihr euch bei Steam jetzt momentan holen für 17 Euro ein paar kaputte. Ist momentan 10% reduziert. Kostet normalerweise 18,99 Euro. Es gibt momentan auch nur eine Map. Das heißt, eine Map und ja, könnt das Ganze Multiplayer spielen. Ihr seht es hier, Bootcamp, Option, Profile. Das heißt, viel ist hier noch nicht, aber... Im Early Access ist das Spiel ja meistens immer günstiger, als wenn es fertig ist. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr mal wieder Bock auf so einen Shooter habt, ja, ganz klassisch, ja, ganz ohne Aufsätze und den ganzen Kram, den man ja eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, bei so einem guten Frag-Shooter braucht man das Ganze nicht. Das heißt, Aufsätze gibt es nicht und den ganzen Kram, wir brauchen es nicht. Und wir können ja einfach mal auf Join Game gehen und wollen wir mal gucken, ob wir hier einen anständigen Server finden, wo wir dann mal einer Runde beitreten können. Wo auch ein guter Ping ist, wo vielleicht dann auch schon ein paar Leute am Zocken sind. Gibt es hier überhaupt Server mit irgendwelchen Leuten drauf? So, haben wir hier. So, jetzt brauchen wir nur einen. Mit einem guten Ping. Gibt es das hier heute nicht mehr? Nehmen wir den noch einfach mal. Ist da nur einer drauf? Auf jeden Fall kann ich... Ganz ehrlich sagen, meine lieben Freunde, es ist auf jeden Fall ein Game, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann, was man sich definitiv mal antun kann, wenn das ganze Spiel fertig ist. Ihr seht es jetzt hier gerade schon, dann kommen da auch mit Fahrzeuge mit hinzu. Also wird es nicht so sehr klein bleiben. Das heißt, es wird da, es könnte auch nochmal ordentlich zur Sache gehen. Wait for other players. Müssen wir jetzt echt noch warten, bis hier noch andere Spieler hinzukommen oder können wir gleich durchstarten. Das heißt, das Spiel setzt auf so schnelle Movements. Wow, das ist aber ganz schön laut hier. So, ihr seht es jetzt schon. Pistole und mit den ganzen Pickups, die man hier so im Spiel sich, ja, holen kann. So, jetzt habe ich... Oh, ja, war klar. Das heißt also, ich finde, das Spiel ist relativ... Ja, also für Leute, die Frag-Shooter mögen, die Frag-Shooter sehr häufig schon gespielt haben, mag das Spiel sehr gut sein. Es gibt, wird dann aber auch Leute von euch geben, die das schon gar nicht mehr... Oh, oh, Double Kill, meine lieben Freunde. Die das gar nicht mehr so gewohnt sind, solche Spiele zu spielen. Weil sie einfach nur noch Battlefield und Call of Duty können. Und dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Man muss sich auf jeden Fall erstmal einspielen. Und... Alter, was ist denn hier los? Komm her da! Mensch! Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht wirklich Spaß. Es macht mal wirklich wieder Spaß, einen Shooter zu spielen. Ich würde auch sofort, wenn ich es jetzt mal eben wieder so kriegen könnte, Unreal Tournament zocken, Quake. Ich weiß, das gibt's alles irgendwo auf irgendwelchen Download-Plattformen, aber... Mir wäre es lieber, wenn sie das Ganze mal so bei Steam und so anbieten können. Das anständige Spiel. Klar gibt es auch Quake Online, aber Zeit für was Neues ist, denke ich mal, immer ganz gut. Zack, und den Raketenwerfer wieder ausgerüstet. Ihr seht es hier. Hier kommt man schneller zu einer neuen Waffe als zum neuen Paar Schuhe. So, hier hoch. Vielleicht das Scharfschützengewehr. Dann sollten wir eigentlich gleich fast alle Waffen haben. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein Early Access ist, die Grafik ist
richtig gut. Also ich spiele jetzt auf, glaube ich, fast den höchsten Settings. Ich glaube, es sind sogar schon die höchsten Settings. Grafik ist bombastisch, also da kann sich manch andere Spiel eine Scheibe abschneiden. So, jetzt kriege ich erstmal hier. So, Waffen, Waffen, Waffen. Dankeschön. Es läuft auf jeden Fall stabil. Das ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, alles klar. Dadurch, dass es ein Early Access ist, läuft es eben irgendwie unstabil oder... Boah, was ist denn hier los? Oder... Boah, habe ich dich noch erwischt. Also wie gesagt, es läuft stabil mit auf vollster Auflösung bei mir mit knapp über 60 FPS. Das ist hundertprozentig und das hätte ich so vom Early Access Spiel eigentlich nicht erwartet. Bei den meisten Early Access Spielen kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass das Spiel noch sehr verbuggt ist. Den einen oder anderen Bug habe ich hier auch schon gesehen, allein schon im Menü. Es gibt im Menü so einen kleinen Bug, da hängt sich das ganze Spiel auf. Das heißt, wenn man auf Multiplayer und auf Join Game klickt, muss man da noch ein bisschen ruhig verfahren. Und einfach ja, sozusagen die Maus stillhalten. Das heißt, für alle, die sagen, Mensch, ich habe mir das Spiel geholt, das hängt sich ständig im Multiplayer auf. Kleiner Tipp von mir, haltet den Mauszeiger ruhig, wartet, bis die Liste refreshed ist und dann könnt ihr ja auch anständig loslegen. So. So. Die Waffen haben auch alle irgendwie zwei Funktionen. Das heißt, ihr könnt... Oh, was? Du gehst nicht... Bitte? Will er mir jetzt erzählen? Oh, ich hab den voll erwischt. Das habt ihr doch gesehen. Wahnsinn. Oder ist das hier Team Deathmatch? Das ist Team Deathmatch. Ich hatte vorhin immer nur Deathmatch gespielt. Ich schieße jetzt schon auf meine eigenen Leute. Ich Wahnsinniger. Und da war er... Da hat er sich den abgeholt. So, aber den Raketenwerfer möchte ich definitiv wieder haben. Oh, und da werde ich schon beschossen. Oh, 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 oh. Komm mal hier hoch. Nein, da kommen wir nicht hoch. Ja, habe ich dich erwischt, mein Lieber. Ah, und er hat mich, er hat mich. Ich habe auch gar nicht herausgefunden, wo man sich seine ganzen Kills angucken kann. Wenn ich nämlich oben das Umschalttaste drücke, dann kann ich nur schreiben. Oh, schön erwischt. Also wie gesagt, echt ein Spitzen-Game. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Muss ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe es mir auch nicht direkt über Steam geholt, sondern in irgendeinem anderen Keystore. Da kriegt ihr das Ganze dann für 10 Euro oder für 8 Euro. Je nachdem, in welchem Keystore ihr das kaufen möchtet. Warum steht ihr denn hier rum? Bewegen, Leute. Bewegen. Allein... Oh. Oder macht der Ping uns jetzt hier gerade zu schaffen? Ich muss auf jeden Fall die Empfindlichkeit runterdrehen, weil das war am Anfang echt ziemlich hochgestellt. Klar, für einen Frag-Shooter muss natürlich auch ein bisschen... Danke. Für einen Frag-Shooter muss natürlich auch ein bisschen hochgedreht werden. Da soll man ja schnell agieren können, aber für mich war das eindeutig zu hoch. So, und jetzt... Error. Your connection to the server was lost. Was lost. Macht nichts. Steigen wieder in die nächste Runde. Und das ist das, was ich meine, wenn ihr jetzt auf Join Game klickt. Maus-Server. Die Maus einfach mal ruhig halten. Wenn ihr nämlich zu früh in das Feld hier geht. Seht ihr gar nicht, ne? Wenn ich mit dem Finger hinzeichne, alles klar. Wenn ihr zu früh in das Feld hier geht, dann kann es passieren, dass das Spiel sich aufhängt. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug. Wird sich wahrscheinlich noch irgendwann mal verbessern. Ich hoffe nicht verschlechtern. Ihr seht hier Map. Oh, jetzt habe ich aber gerade gedacht, das Ding hat sich aufgehangen, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video in der Aufnahme gemerkt hat, aber es ist gerade tatsächlich passiert, dass es einmal kurz hängen geblieben ist. Ich hoffe, das war jetzt keine allzu große Katastrophe. Klicken wir einfach nochmal hier rauf. Und anscheinend sind die Server noch nicht so stark belegt. Oder ich meine, das ist, ich weiß nicht, wie lange ist das Spiel jetzt raus seit. Oder Early Access, die Beta, müsste, ich glaube, das Ende des Jahres war das. Das heißt, so lange ist es noch gar nicht raus. Können jetzt. Welcome Soldier, können jetzt hier direkt wieder einsteigen. Achso, ich muss die Roten auch killen, oder was? Das ist doch Team Deathmatch. Also immer gleich so langsam komme ich hier durcheinander. Ich muss sagen, echt für so ein Early Access Game ist echt eine super schöne Grafik. Also da kann man gar nicht meckern.
Oh, nee. Das ist doch kein Team Deathmatch, oder? Seid ihr denn schon wieder hingejumpt? Oh, aber ich muss echt sagen, leicht ist das Spiel nicht, definitiv nicht. Also für so Frag-Shooter-Erfahrene unter euch, die werden damit wahrscheinlich sicher kein Problem haben, aber das ist wie gesagt bei mir schon ewig her, dass ich solche Spiele gezockt habe und ja. Deswegen muss ich mich wieder dran gewöhnen. Oh, hab ich ihn tatsächlich noch erwischt. Boah. 3 Minuten noch. Oder? Ne, hat er ihn doch noch erwischt. Hat er mir den Arsch gerettet. Visiere ich den irgendwie mit der rechten Maustaste an? Ich weiß nicht, was das bringt. Also ihr habt ja gesehen, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann haut er da seine zweite Funktion der Waffe raus. Aber das Ganze hat noch nicht so funktioniert. Oder ich habe es einfach noch nicht verstanden, wie es funktioniert. So, wollen wir mal gucken. Ups. Flammenwerfer. Oh, nein, nein, aua. Wo bist du? Doppelsprung geht auch, allerdings nicht so hoch wie bei Titanfall oder so. Oh, habe ich ihn schon erwischt. Und er hat mich erwischt. Also wie ihr seht, Doppelsprung geht auch, aber danach ist dann auch Schluss und so hoch geht das Ganze nicht. Wie ihr es vielleicht in Titanfall oder so gewohnt seid. Na, wo seid ihr denn? Das Scharfschützengewehr. Jetzt falle ich da auch noch runter. Das mag ich eigentlich ganz gern. Aber es ist schwer zu spielen. Anvisieren könnt ihr auch damit mit der rechten Maustaste. Jawoll. Auch noch den letzten Kill gemacht, so wie es ausgesehen hat. Der schön. Sehr schön, komm, schreiben wir mal rein. Good game. Vielen Dank auch. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch das Gameplay gefallen hat, wenn euch das Spiel gefallen hat, meine lieben Freunde, könnt ihr das ganz gerne mal austesten oder schreibt mir das mal einfach in die Kommentare, was ihr so von Frag-Shootern haltet, ob ihr auch Unreal Tournament gezockt habt, ob ihr Quake gezockt habt. Und ob ihr euch das Spiel einfach kaufen werdet. Also würde mich mal interessieren, ob ihr euch das kaufen werdet, ja oder nein. Und schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn es gefallen hat. Haut mal einen Daumen hoch nach oben. Teilt das Video von mir aus, macht es ganz gern. Und schreibt mir wirklich mal rein, ob ihr es euch holen werdet oder nicht. Oder erst, wenn es fertig ist oder noch jetzt im Early Access. Oder vielleicht auch gar nicht. Man weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.